Mein Name ist Silke Müller-Rummel. Seit 10 Jahren bin ich Groomerin und betreibe zusammen mit meiner Tochter Lisa unseren Hundesalon und Groomerschule Hund und Katz in Schneidach. Also ich werde jetzt beginnen mit dem Trimmen dieses Border Terriers. Ich verwende dazu verschiedene Trimmmesser. Je nach Partie brauche ich sehr feine oder ein etwas gröberes. Ich werde das dann im Laufe des Trimmvorganges entscheiden, welches Trimmmesser ich benutze. Am Kopf brauchen wir ein sehr feines Trimmmesser, weil die Haare hier auch sehr fein und etwas kurz sind. Beim Trimmen ist es sehr wichtig, dass man das Haar auch wirklich an der Haarwurzel rauszieht und nicht abschneidet. Und man hält die Haut etwas fest, so kann es dem Hund auch nicht wehtun. Es wird immer abgestorbenes Haar herausgezogen. Und immer ganz wichtig, die Haarwurzel muss mit raus. Dieser Hund steht im Rolling Coat. Das bedeutet, der wird alle 5 bis 6 Wochen getrimmt und es wird nur die obere Haarschicht abgenommen, sodass er immer eine schöne Ausstellungskondition behält und immer ordentlich ausschaut. Bei diesem Farbton Red Grizzle N10 werden nur die langen weißen Haare ausgezogen. Dafür nehme ich ein sehr feines Trimmmesser. Also ich trimme jetzt die vordere Front. Wichtig ist bei einem Terrier, dass die Haare hier sehr kurz sind, da ein Terrier eine gerade Front hat. Ich benutze jetzt ein Trimmpuder, um die feinen Haare hier gut greifen zu können und zupfe die jetzt aus. Beim Übergang kann ich auch wieder ein feines Trimmmesser benutzen. Also der Schädel und die Backen werden beim Border Terrier ganz kurz gemacht, genauso wie die Ohren werden auch komplett getrimmt und vorne bleibt der Bart stehen. Hier kann man gut sehen, dass der Hund im Rolling Coat steht. Ich nehme quasi nur die oberen abgestorbenen Haare raus. Wichtig ist dabei, dass man das Haar immer gut aufstellt, um auch wirklich nur die Spitzen greifen zu können. Also ich benutze jetzt hier am Hals einen Trimmstein. Damit kann man die feinen Haare sehr gut greifen und präzise arbeiten. Ich komme jetzt zur Rute. Auch die wird bei den Terriern komplett getrimmt. Hier sieht man gut diese weißen Haare. Die sind einfach reif und müssen raus.
Und so bekommt die Rute eine schöne Form. Ich nutze jetzt wieder ein feines Trimmmesser für die Beine. Beim Border Terrier werden auch die Beine relativ kurz getrimmt, im Gegensatz zu manch anderen Terriern. Hier vor und zwischen den Augen wird es beim Border Terrier auch kurz gemacht. Das kann man auch schön mit den Fingern auszupfen. Die Ohren werden auch mit einem sehr feinen Messer getrimmt. Hier muss man sehr präzise arbeiten. Also die Ohrmuschel kann man bei dem Hund jetzt auch austrimmen. Ansonsten kann man es auch mit der Maschine machen. Beim Trimmen ist auch zu beachten, dass man das Haar immer in Wuchsrichtung herauszieht. Hier hat der Hund einen Wirbel, das sieht man sehr gut. Und deswegen zupfe ich jetzt von unten nach oben. Also saubere Fußballen gehören natürlich auch zu einer Trimmarbeit. Ich werde das jetzt mit der Exacta bearbeiten. Hierbei ist wichtig, schön den Ballen freizulegen. Am hinteren Fuß das gleiche. Ich beginne mit dem großen Ballen, lege den frei. Der Intimbereich wird auch sauber bearbeitet. Ich verwende hier die Accurata auf 3 mm. So gibt es eine saubere Bauchlinie. Also auch die Krallenpflege gehört natürlich dazu, um einen Hund perfekt zu trimmen und zu bearbeiten. Also der Border Terrier hat, wie alle anderen Terrier auch, einen schönen Bart und der wird hier nur leicht verzogen. Anhand dieser Haare kann man sehen, dass auch ein im Rolling Coat stehender Hund viele Haare lässt, wie man hier ganz gut erkennen kann, und es bleibt einfach eine schöne, glatte und glänzende Haarschicht übrig. Ein fachgerechtes Trimmen will gelernt sein, deswegen gibt es die Möglichkeit, in unserer Groomer-Schule Trimmkurse auch zu belegen. Groomer-Kolleginnen können da das fachgerechte Trimmen erlernen.